So, liebe Kinder, willkommen zurück in der Höhle des Löwen. Schauen wir mal, was Gary Coleman so im Schlupfwinkel von Osama bin Laden getrieben hat in den letzten Jahren. Was gibt's hier hinten noch? Donuts. Oh. Eggheads to unveil newest creation. A breakthrough invent a cure technology. Minimarolas McMayhem. Das ist schön. 4 M's. Die M-Alliteration. Wundervoll. On the lookout for a Willis. Okay, jemand ist auf der Suche, auf der Jagd nach Gary Coleman. Open Mic Night at local Karaoke Bar. Es klingt so, als könnte ich diesen Orten einen Besuch abstatten. Schauen wir mal kurz. Es ist jetzt ein paar Tage her, dass ich I better gespielt get habe. out of here. Get Cure Chemicals, get Mechanical Stills, Sabotage Karaoke. Ja, das klingt so, als würde ich absolut versagen, ob es absolut grauenvoll wird. Was gibt's hier hinten noch? Wie komme ich hier überhaupt raus? Also, wie wir schon gemerkt haben, werden in Postal 2 Paradise Lost viele Orte. Wow, das sieht verdammt cool aus. Viele Orte wiederverwendet, die es in Postal 2 schon gab. Und ich denke, das hier war das Versteck von Osama bin Laden. Ja, in meinem regulären Let's Play habe ich, glaube ich, nie das Versteck von Osama bin Laden hergezeigt, aber es gibt's tatsächlich. Hat mich mal jemand darauf hingewiesen und dann habe ich es im Stream gespielt. Was gibt's da? Da geht's raus. Okay, wir nehmen uns jetzt mal ein bisschen die Zeit, uns hier umzuschauen. Wir, denn wir spielen gemeinsam, liebe Freunde. Jetzt spring ich erstmal den Tod. Ha! Habe ich. Warte mal, ich brauche mal ein bisschen Licht. Hilft es? Nee, nicht wirklich. Ha! Ich hatte. Ha! Das Spiel hat keine Lichteffekte. Sehr interessant. Tomb Raider 3 hatte Lichteffekte. Ganz billige, aber es hatte Lichteffekte. Und es wurde da sogar für die Lichteffekte angepriesen damals, weil wenn man die Pistolen abgeschossen hat, gab es ein ganz kleines, kurzes Aufflackern von Licht. Was ist Gary Coleman? Oder ist es nur. Nee, das ist nur irgendeiner. Ha! Falls ihr übrigens eine Katze schnurren hört, das ist meine Katze, die sich natürlich jetzt in der Sekunde gedacht hat. Habe ich eine Machete gefunden? Die sich natürlich in der Sekunde. Oh mein Gott, ich habe eine Machete gefunden. Mein Kater, der sich natürlich jetzt in der Sekunde gedacht hat. Mensch! Was wäre es jetzt schön, sich genau auf die Tastatur zu legen? Oh, sorry. Hehe. Die Beine hat er eh nicht gebraucht, die waren sowieso viel zu kurz. Okay. Das sind ja meine Freunde, vielleicht sollte ich die in Ruhe lassen. Vielleicht, ich weiß nicht. Ich habe schon ein bisschen Lust, hier die Leute aufzumischen. Und jedenfalls in Postal 2 gibt es tatsächlich Osama bin Laden und. Ich fand es nicht so spektakulär, ihn zu jagen in seinem Schlupfwinkel und zu töten, aber es ist ein ziemlich großes Areal. Und es ist ziemlich interessant, dass sie das überhaupt eingebaut haben. Was ist das denn? Wait, what? Okay, das. What? What? Was zum Fick? Wie, ich kann keine Kuhköpfe mehr mit mir rumtragen. Fuck you, kleiner Mann. Ja, okay, nehmen wir mal mit, was wir finden können. Fuck you. Kann sich kaputt machen. Nein! Gott! Okay, was gibt's hier noch so? Nichts weiter. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Um mal das Geringste zu sagen. Okay. Gut. So, wo gehen wir als erstes hin? Wo befinden wir uns Jeez, überhaupt? whoever designed this town was on serious crack. Im Hellhole? Wahrscheinlich sind wir. Oder sind wir nicht im Hellhole? Wo sind wir denn? Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber wir gehen halt. Ja, wir müssen erstmal rausfinden, wo wir sind, dann kann ich sagen, wo wir hingehen. Ich mag das immer, dieses Wir. Haben wir ja gerade schon drüber lustig, aber das ist immer so schön, wenn Let's Player anfangen mit so: Ja, hallo Freunde, heute gehen wir gemeinsam dem Mysterium auf den Grund, warum die Banane eigentlich krumm ist. Und dann geht es immer darum so: Wow, das haben wir aber heute wirklich sehr gut gemacht. Dabei mache ich hier die ganze scheiß Arbeit, wenn ihr euch zu Hause vom PC einfach weg.
einen Schwanz auspackt und zu meiner Stimme einen runterholt. Und das ist. Das ist nicht Teamwork, weil ich hab nichts von dem Spaß. Fuck. Ja, fuck. Du mich auch. Wow! Jede Menge Geld, das ich nicht ausgeben kann, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich es noch irgendwann gebrauchen könnte. Fuck you. Keep out am Arsch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nie wieder hochkommen werde, wenn ich erstmal unten bin. Naja. Naja, Chironimo. Nichts geht mehr. Au. Ernsthaft, au. Da geht's nicht lang. Da geht's weiter. Jetzt aber ernsthaft, wo muss ich denn... Warum gibt's hier so ein riesiges Höhlenkomplex, in dem kleine Zwergwüchsige wohnen? Kleine Zwergwüchsige. Ha. Ein Euphemismus. I feel better already. Ein. Nicht Handyadioin. Da gibt's ein anderes Wort mit H. Okay, da komme ich nicht lang. Oh mein Gott, ist das lange her! Ganzen Stilmittel! Ich konnte die mal richtig gut. Onomatopoesie. Ein absolutes Lieblingsstilmittel. Lautmalerei. Zum Beispiel, wenn man anstelle von der Hahnkräte Kikeriki schreibt, dann ist das Lautmalerei. Denn Kikeriki ist das Krähen eines Hahns. Oder Mu ist das Krähen eines Hahns. Oder Mäh. Okay. Ich erzähle wirklich interessante Dinge heute, die euch interessieren. Okay. Und... Boah, ist das groß. Ach, hier war ich schon, okay. Keine Ahnung, warum ich jetzt ein neuer, kleiner Mensch war. Aber... Okay. Katze, hör mal auf zu schnurren, was ist dein scheiß Problem? Boah, schnurrt wie ein Motor. Oh, ich komme hier wieder ganz locker flockig hoch. Wie ich schon die Hälfte der Bevölkerung hier ausgerottet habe. Oh. Nein, komm her. Okay, cool. Kommt wieder. Okay. Ja, das war jetzt nicht so. Das war jetzt nicht so interessant, Leute. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr weiterhin zuschaut und wenn ihr mir ein Subscribe, ein Like, ein Follow auf Facebook und was nicht alles hinterlässt, dann wird es sicherlich interessanter und dann habe ich auch weiterhin die Möglichkeit, hochqualitative Videos für euch jeden Tag rauszubringen. Ja, ich würde mich gerne so verhuren, aber leider habe ich nicht den Körper dafür. Leider ist mein Körper schon zu verbraucht dafür. Also, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Irgendwo in der... Oh mein Gott, ist der Witz schlecht. In der Kohlemine, was im Englischen Coal Mine heißt. Und der Typ heißt Gary Coleman. Ah, das ist so brillant. Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Die Coal Mine. Fuck. Oh, warte. Oh, warte mal, die Schwarzen muss jetzt noch. Die sind mir gerade ein bisschen im Weg gewesen. Also, was ist am nächsten? Cure. Dann holen wir uns mal Cure. Wo bin ich denn überhaupt? Das ist eine großartige Waffe. Aber was ich mal machen will, ist... Wo ist Catnip? Wo ist das Catnip? Wo ist denn das Catnip? Wo ist das Catnip? Das ist Catnip. Das habe ich nämlich einmal in einem Trailer gesehen, zu Apocalypse Weekend. Und ich glaube, ich habe es nie selber gemacht. So, wir nehmen jetzt mal das Catnip. Weil jetzt wird ja alles langsam um mich rum, ne? Ja. Großartig. Warte nochmal. Nein, kommt nun und zerfleischt die Zeit. Okay, das ist fantastisch. Und fuck you. Oh, das ist so fantastisch. Das. Warte mal, ich will eigentlich das machen, was ich im Trailer gesehen habe. Das war so. Der hat ihm richtig schon jede Gliedmaße abgeschlagen und dann weggekickt den Körper. Und das sah so gut aus wie im Trailer. Oh Gott, das ist fantastisch. Wo muss ich lang? 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 Wo muss ich lang?
Ich habe keine Ahnung. Nee, warte mal. Stilts. Warum hast du dich gestellt? Ich laufe jetzt einfach mal irgendwo lang. Sorry, das war ein bisschen laut. Okay, das sieht großartig aus. Sparta! So, kriegt der Kitty? Hat er Porn? Stand auf seiner scheiß Dings Porn drauf? Ich glaube, ich bin wieder. Ja, ich bin wieder normale. Normale Geschwindigkeit. 2 mit 1. Damn, I'm good. Ich habe mir mal so ein bisschen die Achievements angeschaut, die man hier so kriegen kann. So, jetzt schauen wir uns mal an, wo wir lang können. Jetzt mal ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Da lang, Zweifelsfall. Hier unten lang. Die Achievements angeschaut. Und eines der Achievements ist einen alten Freund wiedersehen. Und das habe ich. Und das ist ein Bild von Hitler. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Gibt ein Achievement, da muss man 5 Leute mit der gleichen Napalm Spur mit der gleichen, oh Gott, mit dem gleichen Molotow-Cocktail töten? Bin mir gar nicht sicher. Und jetzt bin ich irgendwo da unten, das ist ja auch nicht richtig. Warum hasst mich dieses Spiel so sehr? Warum ist das aufgemalt? Das ist aufgemalt! Warum ist das aufgemalt, du Pisser? Hab ich mal getroffen. Zur Hölle. Komm, warte, auf den Rückweg, auf den Rückweg, auf den Rückweg, komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Bewegt die sich. It's like bowling, only cooler. It's like bowling, only cooler. Gehen wir mal da lang. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt schon von der Folge einfach nur damit verschwendet habe. Irgendwie rumzulaufen. Kann ich eine Katze auf die Machete stopfen? Als Schalldämpfer. Das ist eigentlich die wahre Frage, die mich gerade interessiert. Ja. Ich nehme mal an, nicht. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Cure. Also gehen wir nach rechts. Oh, das Toilettenhaus hat scheinbar zugemacht. Ich frage mich, woran das liegen mag. Ich gebe mal nicht mir selber die Schuld. Factory. Weißt du was? Gehen wir erst zur Factory. Ich glaube, das ist das Interessanteste. Nee, das Interessanteste, da gehen wir zum Schluss hin. Boah, da ist niemand. Da ist ja nicht mal einer. Seid ihr behindert? Seid ihr behindert? Sag mir jetzt. Ach du Scheiße, seid ihr behindert. Dafür habt ihr aber auch den Tod verdient. Meine Fresse. Okay, wir gehen nicht zur Factory, weil das Interessanteste ist. Aber theoretisch ist es das erste auf dem Weg. Also gehen wir zur Factory. Ah, zur Factory gehen. Weißt du was? Lass uns zur Factory gehen. Ganz ehrlich. Lass uns mal das Interessanteste zuerst machen. Aber vielleicht. Vielleicht ist es aber auch nicht das Interessanteste. Komm, komm, komm. Nein! Kitty, Kitty. Kitty, 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 Kitty. Kitty, 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 Mushroom, Mushroom. Kitty, 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 Kitty. Komm, 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 komm. Okay, das war großartig. Hey, uncool. Look at these things. Oh, äußerst uncool. Die haben 2 Kitties verscheucht. 2 Kitties, kannst du dir das vorstellen? Hey, Kollege, 2 Kitties. 2 Kitties. Oh, das ist noch ein dritter. Kitty! Nein! Und triff irgendjemanden auf dem Rückweg, damit es cool ist. Ach, scheiße. Ah, gut, okay. It's like bowling, only cooler. Komm, mach mal auf den Rückweg. Warte, wenn ich mich ducke. Ja, hat ihn nochmal getroffen, ihr habt es gesehen, hat ihn nochmal getroffen, war ziemlich cool. Also, was gibt's hier heute? Oh, wir kommen hier sogar rein. Was ist da los? Was ist denn hier los? Stelzen brauchen wir, Stelzen. Okay. Ich wollte immer mal auf Stelzen rumlaufen. Weiß ich warum. Aber es muss unglaublich cool sein. Ich würde wahrscheinlich sofort auf die Fresse fliegen, weil ich absolut kein Talent sondergleichen habe, aber für die 2 Sekunden da oben wäre das schon richtig cool. Was gibt's hier? Feueralarm. Okay, ich habe Angst. Hello, hey, how about some service here?
Okay, ich hab... No one's looking. May as well just walk in and help yourself. Da hat er wohl recht. Da hat die Stimme in meinem Kopf wohl recht. Listen to your heart. Listen to the rain. Listen to the voices in your brain. Was ist das? Kaputter Dings. Also hier bin ich dann wahrscheinlich... Wie Loading Zone. Das klingt schon überhaupt nicht gut. Schauen wir noch ein bisschen draußen um. Kleines bisschen. Es gibt nichts weiter. Aber, warte mal. Oh, weißt du, was wir machen können? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh mein Gott. Fucking AWP-Gott. Was macht die da? Hallo, was machst du da? Was hast du denn für eine Behinderung? Was zum Fick? Du bist doch behindert. Habe ich getroffen. Hehe. Warte, ich pinkel sie aus. That's the ticket. Komm. Ich will ja nicht, dass du stirbst, ne? Genau, so. Haben wir gut gemacht. Teamwork, würde ich sagen. Erst habe ich dich angezündet und dann habe ich dich ausgepinkelt. Das Geräusch, das ist hier mal. So einen zweiten Weg in die Fabrik? Nee. Erstmal ins Lüftungssystem reinpinkeln. Sehr gut. Also, was erwartet uns hier drin? Es wird absolut großartig sein. Entweder dumm, großartig oder tatsächlich langweilig. Das kann auch sein. Ich weiß eigentlich nicht mehr, ob ich mich von diesem Spiel noch überraschen lassen kann. Ich meine, der Bitchfight in der letzten Episode, der war schon ziemlich großartig. Und er auch irgendwie unerwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass man die Ex-Frau noch irgendwann mal sehen sollte. Definitely need more of that. So, erstmal kriege ich Gesundheit, dann kriege ich noch Wasser. Ne? Und dann kriege ich Balls. Boah, die hat so eine echte Brüste. Das ist einfach. Wieder nicht. Nee. Emergency Bypass. Press Button. Ja, auf geht's. Das wird schon nichts Schlimmes sein. Okay. So, die haben mich noch nicht bemerkt. Was sind das denn für Roboter? Oh mein Gott, die haben fucking Wally! Komm ich nicht rein, also. Was gibt's hier noch so? Oh Gott, ich will Wally haben. Sind es Toilettenroboter? Sind es verfickte Toilettenroboter? I am the Mentakira 9000. Please step forward and urinate. Ach, das kennen wir doch schon, mein Freund. Ein Freund kann man doch echt. Was ist das denn? Oh, jetzt habe ich das Ding. Das sind die Stelzen. Okay, das war schneller als ich gedacht habe. I am the Vendicure Model XJ2. Please step forward and urinate. Thanks for the urine. What? Yes, the Vendicure XJ-2 is a complete success. We'll have the rest of these units serving the public in no time. Did you see what that guy just did? Good God, that is disgusting! Let's tear this meat bag a new piss hole. Executing pissed off robot mode sequence. I'll flush you up, motherfucker! Great Scott! The robots are rebelling! Fatu Barabu something! Oh my God. Gott, ich wusste es. Ich fucking wusste es. Natürlich übernehmen die Maschinen die Herrschaft. Ew. Warte mal. Erstmal pinkeln wir noch ein. Now the flowers will grow. Hallo. Warum geht es nicht mehr? Warum geht es nicht mehr? Okay. Das ist sowieso nicht wichtig. So. Wow. Hör auf damit. Das ist ziemlich widerlich. Okay, nee, die Munition will ich nicht verschwenden. Was? Was? Mini-Nuke-Launcher? Was? Ich habe nur eine einzige. Okay, das muss ich für irgendwas aufheben. Für irgendeine schwarze. Deren einziges Vergehen ist, war schwarz und eine Frau zu sein. Okay. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Irgendwas Cooles? Nee. Bist du böse? Ein bisschen Angst vor dir. Ah, ja.
niemandem vertrauen, nicht mal dir selbst. I definitely don't need trust more of anyone, that. Not even yourself. Was? Ich höre jemanden schreien. Ich weiß, dass er sterben muss. Durch die Hand eines Granaten-Erwerkers. Fuck you. Was ist das? Warum ist da Blut dran? Warum ist da Blut dran? Das kann nicht meine Schuld sein. Was passiert hier? Ich habe Angst. Könnte ich da runterspringen, ohne zu sterben? Ich könnte bestimmt da runterspringen, ohne zu sterben. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich soll ich da runterspringen, ohne zu sterben. Wahrscheinlich ist da eine Leiter an der Seite, die ich hätte verwenden können, wenn ich nicht ein Stück Scheiße wäre. Ja, aber solche Dinge, ne? Die könnt ihr von mir nicht verlangen. Was ist das denn da? Was ist das denn? Was ist das denn? Kondome? Liebe Kondome. Vor allem mit Erdbeergeschmack, beste. Hey, jetzt mal ernsthaft. Ich komme da nicht mehr raus. Komme ich da die Leiter hoch? Hä? Wieso? Hä? Das war's, Leute. Wir sind hier gefangen. Wir kommen hier nicht hoch. Looks like you're stuck. Ja, ja, ja. Ich bin stuck. Warte, was mache ich hier gerade falsch? Kann ich da irgendwo durchkriechen? Ja, ich kann da durchkriechen, Tatsache. Aha. Okay. Nein, Katze. Oh mein Gott, jetzt sind es schon zwei. Katze. Katze, bitte. Ich bitte dich. Warum bin ich wieder da runter? Weil ich scheiß Katze vor meinem Screen ist. Ja, ich habe sie gerade runtergepustet. So. Also. Kann ich jetzt da rein? Nein, natürlich nicht. Hat sich jetzt überhaupt null gelohnt. Was für eine Scheiße. So, muss ich wohl weiter nach oben. Nochmal mal aus uns unten. Ernsthaft, ich muss jetzt nochmal... Oh mein Gott, weil ich nicht gerade die Leiter hoch bin. Und man kann auf der Leiter nicht links oder rechts ein Stück rutschen. Oder kann ich? Wenn ich so laufe? Rutsche ich da? Nee, ich rutsche nicht. Ich kann die ganze Zeit im Hintergrund. So ein Spasti. Da lang? Kann ich noch weiter hoch? Sieht nicht so aus. Also, es sieht schon so aus, das kann ich noch weiter hoch. Hä? Da ist auch offen. Mach ich jetzt. Und ich konnte mich oben durchglitschen. Cool. Angst. Verpisst euch. Verpisst euch! Seht doch, was ihr vorhabt. Was? Daisy, Daisy, give me your urine. Seid ihr so krank, ihr krank. Was haben wir? Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Kevlar Armor, ja. Oder? Warte mal, wir machen noch was Besseres. Ketten. Ja, Ketten kommen immer gut an. Das hier will ich haben. So, kann ich hier noch eine Mini-Nuke kaufen? Mini-Nuke-Launcher. Gibt's doch bestimmt. Es gibt doch bestimmt an einer verfickten Automaten. Gibt's doch bestimmt. Wups. Habe ich schon, aber jetzt habe ich noch einen. Gibt's doch bestimmt. Ne? Was ist das denn? Beanbag Gun? Oh mein Gott, auf geht's. Was ist das? Was ist das? Beanbag, wo ist das? Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das? Wo ist das? Da, Beanbag Gun. Was haben wir jetzt? Oh. Hä? Was macht das? Ich weiß nicht, was es macht! Haha, you pissed me off, verstanden? Ist ja witzig. Ist ja witzig. Mann, was für eine Gaudi. Hä? Warte mal. Nee, die geht nicht auf. Ich dachte jetzt dreimal, ich hätte gehört, wie die aufgeht. So, muss ich da hoch? Was ist das? Weg damit. This project is a full success. Geh ich da weiter? Ja, cool. Checkpoint reached. Sterbe ich, wenn ich da durchgehe? Warte, ich muss es nochmal probieren, sonst ist es nämlich nicht ganz klar. Ich habe das Gefühl, dass das funktionieren könnte. Warte mal, wenn ich jetzt auf so ein Ding gehe. Warte mal, weil die Dinger sehen aus, als könnten sie nicht verschoben werden. Ich wette, da kann man sich durchglitschen. Warte, 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 warte. Warte, warte. Doch, ich werde erkannt. Scheiße. Okay, 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 okay. Nein, 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 nein. Das geht, das geht. Wenn ich da schnell durchgehe. Warte, komm, komm, komm. Okay, warte, 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 warte. Anderer Ansatz, anderer Ansatz. Warte, wir machen das mit Catnip. Was ist das denn?
Was ist das denn? Keine Ahnung. Was ist mit Catnip? Warte mal, mit Catnip wird ja nämlich alles um mich herum langsamer. Ne? Hab kein Catnip mehr, oder was? Gerade welches gekauft, so. Genau, jetzt wird nämlich alles langsamer. So, jetzt. Oh! 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 Bin ich ein Gott oder bin ich ein Gott? Guckt euch das an, wie gut ich einfach bin. Wahrscheinlich habe ich das komplette Spiel gerade gebuggt. Ha. Das ist also meine Belohnung dafür, dass ich das Spiel ausgehe. Ja, so viel dazu, ne? So viel dazu. Mensch. Nicht schlecht gemacht, Diablo. Nicht schlecht gemacht. Willst du mir jetzt sagen, dass ich da auch lang muss? Ach. Man kann es ja auch einfach ausmachen. Ach. Ach nein. Ach. Ach nein, wie schön. Ach. Haha. Kannst du bitte aufhören, mich anzupissen? Ich finde sowas ziemlich wieder. Okay. Wow, ich habe da gleich ein bisschen was kaputt gemacht. Ah ne, es passt eigentlich. Müssen uns gut umfahren, man weiß ja nicht. Kann ich da theoretisch zurück oder blockieren die mich? Die blockieren mich wahrscheinlich. Ah, ich kann da sowieso nicht rein. Okay. Ja gut, dann gibt es noch einen Weg, den ich lang gehen muss. Wundert euch wahrscheinlich noch gar nicht, warum ich mich so gefreut habe, über warum ich mich nicht freue über diese Anpiss-Roboter. Ich meine, es ist so viele Fetische. Aber Ich weiß nicht. Ich habe tatsächlich was Kränkeres erwartet. Als Roboter, die einen anpissen. Kann man sich das vorstellen? Ich bin ein kleines bisschen enttäuscht von dem Postermachern. Ich glaube, ich schreibe einen Beschwerdebrief daran, dass ich mehr wollte, als einfach nur angepisst zu werden. Wir werden sich sicherlich darüber freuen. Richtig. Oh, lieber Diablo Twiflings. Wir kommen gerne und dann schicken sie mir einfach eine Stuhlprobe oder so von sich mit und dann so. Oh, Cree fucking Gasm, guys. Hallo. Definitely need more of that. Was habe ich jetzt? Habe ich jetzt Wasser getrunken? That stuff really works. Ich muss aufhören mit dem Wasser. Was gibt's hier? Wow. Wow. Wow, die gehen einfach durch. Yuck, I hope I don't rot. Tell my wife I... Was? Kann ich die damit killen? My programming doesn't even have a word for that taste. Would you piss in your wife's mouth that way? Would you piss in your wife's mouth that way? Würdet ihr in den Mund eurer Frau so reinpissen? Nee, würde ich anders machen, ganz ehrlich. Ich frag's mal bei Gelegenheit, wie ich ihr denn am liebsten in den Mund pissen soll. Hey Schatz, what do you think about pissing in your mouth with the force of 1000 suns? Kann ich mich in Ruhe lassen? Hallo? Wow. Wow! Wow! Okay, wir müssen irgendwas dagegen tun. Nein, ich muss irgendeine coole Waffe! Ah, Granaten! Nicht sterben, noch nicht. Ah, okay. War ja alles kein Problem. Ich wollte irgendwas Cooles auswählen. Aber ich hatte auch Angst zu sterben auf naher Distanz. So, erstmal Drogen. Ach, das sind Stelzen, die ich da drin habe. Ach, bin ich behindert. Natürlich sind Stelzen. So, Drogen. This can't be good for me, but I feel great. Was gibt's hier? Das wird eine längere Episode, so viel ist klar. Happened to me, made a mistake, got nowhere to hide. Okay. Ja, danke, jetzt hätte ich Health bekommen. Wohin geht's da oben lang? Da war auf jeden Fall keine Tür. Ich bin
bin auch ziemlich enttäuscht von den ganzen verschlossenen Türen hier. Das gibt's im Post normalerweise auch nicht. Verschlossene Türen, das ist mehr Silent Hill mäßig. Silent Hill hat eine Menge. Nicht, doch verschlossene Türen und kaputte Türen. Kaputte Türschlösser. Was keinen Sinn ergibt, denn wenn die... Denn wenn das Türschloss kaputt wäre, dann dürfte die Tür ja eigentlich aufgehen. Aber da sie nicht aufgehen tut, ist das alles irgendwie... Keine Ahnung. Was gibt's hier denn Cooles? Hätte ich fast übersehen. Wasser. Shotgun-Munition. Okay, das Spiel sagt, ich soll meine Schrotflinte mal wieder öfters verwenden. Und hier noch ein bisschen Maschinengewehr. Ein Baseballschläger. Man weiß ja nie, wann man einen Baseballschläger gebrauchen kann. So die kleinen Dinge im Leben. So, ich hab Stelzen. So viel ist auf jeden Fall schon mal sicher. Okay, was passiert jetzt? Welcher Pissomat wird sich mir jetzt in den Weg stellen? Ah, siehst du mal. Hat der Postal Dude schon mal mit der Schrotflinte bereit? Hm. Oh mein fucking Gott. Was kommt da durch? How convenient. Are you crazy? There's no way I'm opening that door until the area is clear of these killer robots. Ganz ruhig. Wie machen wir das jetzt? Are you crazy? Was zur Hölle? Bist du verrückt? Ich mach die Tür nicht auf, bis hier alle... Oh mein Gott. Bis alle Killerroboter tot sind. Und dann macht er irgendwo hinten eine Tür auf, wo dann mehr durchkommen. Ach du Scheiße. Okay. Just isn't enough. What is this? I hope you're in the water now. Yes, sir. Komm, das war irgendwie cool. Müsst ihr schon zugeben. War eine gute Idee von mir. Catnip und fucking Doppelpistolen oder Doppelwaffe reinhauen. Ja? War schon cool. Das war schon ziemlich cool von mir. Also, ich würde mich ja nicht selber loben, wenn es nicht einfach cool gewesen wäre. Ernsthaft, da kommt noch mehr raus. Oh, ich kann da nicht durchschießen. Oh, natürlich, der Zaun geht nicht. Ha, aber ich kann das hier machen. Oh, es ist immer noch alles langsam und ich wundere mich schon. Ah ja, gut. Verschwenden. Haha, das ist so großartig. Aber was hat er fallen lassen? Hat er Geld fallen lassen? Ernsthaft? How to cheese the motherfucking game. Wie viele denn noch? Oh mein Gott! Was ist der letzte? Ja. Warte mal, vielleicht eine andere Waffe? Ne, die ist eigentlich gut. Die ist eigentlich gut. Nein, geh weg! Oh Gott, jetzt hab ich's versaut. Jetzt hab ich's versaut. Schlimm ist, ich würde mir ja was Kreativeres einfallen lassen, um die alle. I think that was the last of them. I'll unlock the door now. The last of us. Ich würde mir ja was Interessanteres einfallen lassen, aber das Schlimme ist, die brennen nicht. Die schreien nicht in Schmerzen. Das macht das Ganze einfach relativ uninteressant, die zu töten. Ich weiß auch nicht, Leute. Das ist irgendwie nicht so geil. Wo waren die jetzt eigentlich? Diese ganzen Tester hier. Ich hätte ihnen gerne noch einen Besuch aufgestattet und denen mal gezeigt, was ich von ihrer Idee halte. Von ihrer wundervollen... So, ich hab Stelzen. Die Quintessenz dieser ganzen Episode. Ich hab Stelzen. Aufgabe 1 ist erfüllt und dann geht's in der nächsten Episode weiter mit Aufgabe 2. Nämlich, oh mein Gott, dich habe ich jetzt nicht mehr gebraucht, ganz ehrlich. Warte mal, komm. Komm, einen habe ich noch. Nee. Ach, so wirklich.
so göttlich. Erstmal daneben zu schießen wie ein Stück Scheiße die ganze Zeit. Okay, dann in der nächsten Episode geht es weiter mit. Erstmal hoffentlich nicht sterben. In der nächsten Episode geht es weiter mit Cure. Get Cure Chemicals. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Ich hoffe, es hat euch wieder genauso viel Spaß gemacht, Menschen beim Sterben zuzusehen und vor allem irgendwelchen, in Anführungszeichen, Pissern. Ups. Ja, es war die Schwarze! Es war die Schwarze! Es war die Schwarze! Es war die Schwarze! War die hier! Hier! Schieß mich an! Schieß mich an! Holy shit! Halt mir deine Brüste nicht so ins Gesicht, das ist ja widerlich. Wer macht denn sowas? Du nervst mich, ehrlich gesagt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.